Hannovers gezogen und in ihrem Besitz. Genau. Nicht nur in ihrem Besitz, sondern wie du gesagt hast, ihre Familie hat sie selbst gezogen und Pia und sie haben alles miteinander das erste Mal erlebt und sie hat sie auch selbst ausgebildet. Das kann man auch, finde ich, immer sehr hoch anerkennen. Pia selbst ist, wie du gesagt hast, eine der jüngsten Reiterinnen hier. Sie ist 21 Jahre alt und ist aus Ostfriesland angereist, also hat auch einen weiteren Weg auf sich genommen. Und war dieses Jahr oder ist die deutsche Vizemeisterin der jungen Reiter. Oh, wow. Und konnte mit... Auch mit diesem Pferd. Mit dem Pferd. Sie hat nur das Pferd momentan auf internationalem Niveau. Was man jetzt gar nicht so genau sieht, aber das Pferd ist nur 1,57 Meter groß. Nee, sieht man also, überhaupt nicht. Also tatsächlich eins der kleineren Pferde hier, aber... Aber toll, von der Familie gezogen, selbst ausgebildet, Hut ab. Ja, sie sagt auch, sie ist absolutes Herzenspferd und das kann man natürlich auch total verstehen. Sieht man auch. Wenn man sich so lange schon kennt. Und die beiden haben sich da wirklich zusammen hochgearbeitet und gehören mittlerweile zu den besten jungen Reitern in Deutschland. Ja, egal, ob groß, ob klein. Es geht alles ganz lässig. So, aber sie versucht schon immer noch so ein bisschen wieder weg zu galoppieren in der ersten Phase. Hat hier viel aufgenommen für den Schmalen. So, und kommt jetzt noch ein zweites Mal durchs Wasser, bevor es dann Richtung zweite Phase geht. Ja, ist noch ein Sprung. Aber auch sie nicht ganz schnell in der ersten Phase, aber jetzt. Das war lässig die erste Distanz. Das war aber auch eine sehr gute Wendung so. Ja. Ja, die Stute passt natürlich auch super mit auf. Ja, auch die Wendung auch toll. Wenden, ne? Ich wollte gerade sagen, auch echt gut. Auch die Wendung wieder richtig gut. Komm, und jetzt aber. Die kann er ganz vorne. Weiter, nicht ziehen. Super. Jo. Ja, und sie freut sich. Aber wie, und setzt sich damit an die Schüsse. Ah, setzt nach vorne, mega. Oh, ich glaube, sie kann es gar nicht glauben. Ja, das Pferd hat wirklich... Das ist schon cool. Wirklich viel gut gemacht dieses Jahr und die beiden haben echt tolle Sachen zusammen erlebt. Und lassen sich jetzt hier zurecht. Mehr als zurecht feiern. Zurecht feiern. Also die zweite Phase ist auch mega stark. Ja, ich habe in der ersten Phase nicht damit gerechnet, dass sie im Stechen so nach vorne reiten kann. Aber die Stute passt auch einfach wirklich auf und man sieht, was für eine Einheit diese beiden absolut, sind. Absolut, absolut. Wirklich toll. So, aber jetzt haben wir die nächste deutsche Reiterin, Rebecca Ruana Gerken mit Fame. 10-jährige Stute von Casal aus einer Carico-Mutter. Holstein gezogen, im Besitz ihres Vaters. Du kennst wahrscheinlich ein bisschen mehr über das Pferd.